Schwestern, meine lieben Brüder, immer passend zu dieser Jahreszeit kann man in den Medien ein wenig das Stichwort verfolgen, das uns nahegebracht wird und das uns präparieren soll unter dem Stichwort Novemberdepression. Dunkle Jahreszeit, wie damit umgehen. Und natürlich haben einige Schwierigkeiten damit. Nun hilft uns aber gerade heute der liebe Gott mit diesem schönen, goldenen, strahlenden Tag zu verstehen, dass dieser Tag, den wir am Beginn des November feiern, jahrhundertelang überhaupt nichts mit Novemberdepression zu tun hat, sondern genau das Gegenmittel dazu ist. Wir könnten sagen, nun denn, wir haben Gründe genug, depressiv zu sein, dunkel in die Zukunft zu sehen, was nach menschlichem Ermessen auf uns zukommt. Und das ist ganz egal, wie wir die Dinge ausleuchten. Ob das, was in den USA geschieht, ob das heraufziehende Kriegsgefahren sind, mit denen wir ja eigentlich gar nicht mehr rechnen, die meisten von uns oder viele von uns haben das gar nicht mehr erlebt, kennen das nur vom Hörensagen. Die Älteren haben noch eine ferne, wenn auch schmerzliche Erinnerung daran, dass das uns hier eines Tages treffen kann. Man kann das anschauen im kirchlichen Bereich, wenn Sie sehen, welchen Zuspruch dieses Fest findet. Das wird gespeist aus unterschiedlichen Quellen. War da nicht irgendwas mit Martin Luther und der Schwierigkeit mit Allerheiligen und aller Seelen? Wenn uns das Wetter heute außen hilft, liebe Schwestern und Brüder, zu verstehen, was dieser Tag ist, dann liegt noch eine tiefere Frage dem zugrunde. Dieses Wetter ist so ähnlich wie der Goldglanz der Ikonen, auf denen Gottes Gegenwart und die Gegenwart der Heiligen dargestellt wird. Und es ist nicht von ungefähr, dass in unseren Kirchen, wenn sie denn erneuert wurden und einer gründlichen Revision in den letzten 40 Jahren unterzogen wurden, meistens die Heiligen die ersten Opfer waren. Sie sind verschwunden. Na gut, man hatte sich satt gesehen an diesen manchmal vielleicht auch etwas kitschigen Darstellungen von Heiligen. Man wollte die Nazarener-Gemälde nicht mehr und die Gipsfiguren, die mussten weg. Aber weggeräumt hat man schnell etwas, liebe Schwestern und Brüder. Was ist an deren Stelle getreten? Ein neuer Ausdruck? Der Gegenwart des Heiligen? Des lebendigen Gottes, der Gegenwart der Heiligen, die das, was wir eben im Evangelium hörten, gelebt und umgesetzt haben und diese Gegenwart in die Gegenwart Gottes hineintragen. All das, was sie erlebt haben, die Armut, die Trauer, die Gewaltlosigkeit, Hunger und Durst, Barmherzigkeit, ihr reines Herz, den Wunsch und die Taten, den Frieden zu stiften, die Verfolgung, all das ist ja nicht einfach weg. Es ist ja keineswegs so, als würde im Himmel das einfach alles weggenommen. Es bleibt gegenwärtig. Gott nimmt es auf in seine Gegenwart, im Schicksal derer, die wir Heilige nennen, die wir mit Namen kennen. Benedikt der 16. hat in einer Predigt einmal gesagt, die wir mit Namen kennen, das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt ein viel tieferes Fundament von Heiligkeit in der Kirche, all der Namenlosen, die nie kanonisiert wurden, die wir gar nicht verehren, aber die wir an diesem Tag erinnern. Was ist die tiefer liegende Frage, liebe Schwestern und Brüder? Die tiefer liegende Frage am Beginn des November ist, wer ist die Kirche? Und ich weiß, wenn Sie mit einer solchen Frage heute um die Ecke kommen, werden Sie schief angeschaut. Manchmal höre ich das sogar in der bischöflichen Behörde. Mein Gott, Kirche. Also das ist ja nur wirklich, das ist ein Ding von vorgestern. Wir sprechen heute von ganz anderen Sachen. Wir sprechen von Vergemeinschaftung. Wir müssen sehen, dass wir uns mit allen Menschen guten Willens zusammenschließen. Also jetzt dann mit so einem Fremdwort und so einem etwas sperrigen Apparat wie Kirche zu kommen. Wer ist die Kirche? Wenn ich mich darauf beschränke,
die Kirche zu verstehen, als die, die jetzt leben, die, die jetzt, sagen wir es einmal in unserem Land, eingeschrieben sind im Amtsgericht, katholisch sind und natürlich auch ihre Steuern bezahlen. Und ich sage, gut, das ist eine fassbare Größe, darunter kann man sich was vorstellen, das kann man zählen, kann man statistisch erheben, das kann man soziologisch umschreiben und am Schluss kommt sogar noch was raus, gar nicht so wenig, wie wir wissen. Und sagen, das ist Kirche, dann haben wir nichts. Dann, liebe Schwestern und Brüder, sind wir verloren. Dann kann man statistisch absehen, dass in 10, 20 Jahren, ich weiß nicht, was dann ist, aber nach menschlichem Ermessen, nicht mehr viel. Dann können wir uns wie die frühen Christen, wenn überhaupt, noch in Hausgemeinden treffen. Dann stelle ich mein Wohnzimmer zur Verfügung und wenn es gut geht, finden sich dort 10, 15 Leute ein. Aber das ist zu wenig. Alle Heiligen und aller Seelen mahnen uns daran, dass Kirche immer mehr ist. Dass Kirche ein lebendiger Organismus ist. Es ist die Kirche aller Zeiten. Die Heiligen sagen es uns, die bei Gott vollendeten. Sie gehören zur Kirche. Sie sind anwesend. Ihre Bilder rufen uns das in Erinnerung. Wir sind bei euch. Wir sind auch Kirche. Vergesst nicht, dass wir zu euch gehören, dass wir euch helfen wollen, dass wir euch Formen christlich gelebten Lebens anbieten und zeigen, wie es gehen kann, wie das alle Heiligen in den unterschiedlichsten Zeiten und Situationen versucht haben. Wer fragt danach heute? Fragen Sie einmal diejenigen, die die neuen Programme entwerfen, für die neue Kirche, die wir uns gerade zusammenbasteln, ob die jemals eine Hagiographie gelesen haben, die Beschreibung eines Lebens eines Heiligen oder einer Heiligen. Die lesen ganz andere Dinge, habe ich zumindest den Eindruck, von den Ergebnissen, die dort gezeitigt werden. Wer ist die Kirche? Zur Kirche gehören auch die Toten. Wir laufen weg vor dem Tod. Wir suchen Entsorgungsstrategien, als ging es um den Biomüll. Wie können wir das praktisch machen, damit es nicht so viel kostet? Und dann sprechen wir von der Würde des Christen, ja von der Würde des Menschen. Auch die Toten sind Kirche. Und es ist nicht von ungefähr, und ich denke, man ist damit noch kein konfessionalistischer Scharfmacher, man wird ja schnell in diese Ecke gestellt, wenn wir sagen, es ist der Irrtum aller Heretiker aller Zeiten, auch eines Martin Luther, mit dieser Kirche, mit dieser Größe nichts mehr anfangen zu können. Dann macht man eben einen neuen Laden auf. Ich weiß, und man muss sich dafür vielleicht auch noch heute schämen, wenn man die neuen Publikationen wirklich noch einmal durchliest, wie beschämend ignorant die römische Kurie in diesem Kontext war. Beschämend ignorant. Ein Alexander der VI., ein Julius der II., ein Clemens der VII., die sind hauptsächlich mit ihrer eigenen Familie beschäftigt. Alles andere, was dort irgendwo über den Alpen passiert, bei diesen Barbaren, sozusagen in diesen dunklen Wäldern und Sumpfgebieten, die komische Hosen anziehen, das interessiert uns jetzt gar nicht so. Da gibt es einen Mönch, der macht ein bisschen Terror, dem soll man das Maul stopfen und dann ist gut. So dachten sie. Und so haben sie leider auch gehandelt. Aber, so schlimm sie waren, sie standen in einer Tradition. Und wenn sie auch entstellt war, liebe Schwestern und Brüder, sie blieben in dieser Tradition. Das heißt, es war vielleicht wenig Leben, wenig Seele, wenig Herz, schon gar kein Herzblut von diesen Herrschaften, in diesem Gefüge von Tradition, aber das Gefüge war da. Wie lehrreich ist das für uns heute, wo wir permanent meinen, wir müssten das Gefüge neu erfinden. Statt gerade in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Krise sich von diesem Gefüge leiten zu lassen, von dieser Frage, wer ist Kirche? Es sind die Christen, es sind die Getauften, Frauen, Männer, Kinder aller Zeiten.
Von der ersten Berufung, die Jesus ausspricht, von Maria an bis in das Kind, das wir am Sonntag getauft haben und alle, die in den letzten Tagen weltweit dazugekommen sind. Das alles ist Kirche. Die alle sind Kirche. Und die können uns nicht helfen. Die wissen nicht Rat. Die geben uns nicht Hilfe und Beistand, damit wir heute unser Leben und unseren Glauben meistern mit der Gnade Gottes. Auf die Fürsprache so vieler Heiligen haben wir eben im Tagesgebet angesprochen. Ja, zahllose sind es, die uns helfen, die uns beistehen, die uns einen, sagen wir das, einen Tipp geben, wo es lang gehen könnte. Und alle hatten ihre Schwierigkeiten, auch zuweilen mit der Tradition, auch zuweilen mit dem Apparat Kirche, auch mit ihrer Organisation und mit konkreten Personen, meistens mit denen, die etwas zu sagen hatten. Alle. Unterschiedlich, aber alle. Aber niemand von ihnen ist herausgegangen. Niemand hat gesagt, ich habe da so eine tolle Idee und ich mache jetzt einfach mal was Neues auf. Niemand. Sie alle haben sich dem unterstellt. Sie sind in diesem großen Strom geblieben, der seit den Tagen der Apostel durch die Zeitgeschichte fließt und der der Ewigkeit, dem Tag Christi, entgegenströmt, der jedes Mal Gegenwart unter uns wird, wenn wir die Bilder der Heiligen sehen in ihrem Glanz und sie uns Auskunft geben über die Gegenwart Gottes, der auch unsere Zeit, auch unser christliches Leben nicht alleine lässt, sondern sich darüber beugt, der uns sieht, uns umfängt mit dem Glanz seines Lichtes, mit dem Glanz seines Erbarmens, mit dem Licht seiner Gegenwart, mit der Hilfe all derer, die er gerufen hat und eingetaucht hat in das Gold seiner Heiligkeit.